Fresse, du wolltest glauben. Es ist okay zu randalieren und alles voll zu sauen. Doch falsch gedacht, du wirst bezahlen für das, was du getan hast. Es ist Alltag, du wirst bestraft für deine Straftat. Mein Heft ist heilig, wie Kühe in Indien. Deine Worte sind nichts, außer Lügen und Intrigen. Er ließ sich bald sich leben und auf dem Sofa hocken. Begab dir, wenn die Heizung aus wie regelmäßig Omas Socken. Der Dank für meine Gastfreundlichkeit ist nun, dass du heute meinst, dass du hier alles machen kannst. Wir können nie mehr Freunde sein. Ich frage dich, du Missgeburt, wer soll das hier sauber machen? Hab ich nicht genug zu tun, mach im Haushalt tausend Sachen. Putzen auf der Dachterrasse, Abwasch machen, Pflaster machen. Zusätzlich muss ich mir über dich deppen, Asthma flachen. Du bist Game Over, komm, geh deine Sachen packen. Jetzt chillst du auf der Straße und kannst fasten wie an Sabbattagen. Sag mal, Homie, was fällt dir eigentlich ein, mich zu dissen? Mach's doch mutig, doch willst dich am liebsten heimlich verpissen. Ich bin angeblich ein Penner, der umsonst bei dir wohnen darf. Doch, wer war bei dir, als du zerstört am Boden lagst? Wo wärst du ohne mich, dein Kumpel in den schweren Zeiten? Sei mal ehrlich, du kämpfst Humpel nur im Leben weiter. Jetzt fährst du mir in den Rücken, du Verräter. Du kleines, hässliches Maskenkind, das Lücken in den Zähnen hat. Dein Rap ist Grundschulniveau, ich mach dich mundtot, Idiot, wir zahlen und du bist tot und du fliegst grundlos, wieso? Du brauchst dringend ne Geschichtsstunde über den Hintergrund und mehreren Gesichtspunkten wie ein Ginger Mond. Keiner hat gehört von dieser Dose, was die nicht gab. Versuch's mal zu beweisen, Baby. Hasta la vista. Alter, habt ihr den Diss-Track von Couch Potato One gehört? Was für ein Brett! Rest in Peace, MC Canpusher! Halt's Maul, du Hurensohn! Wie alt bist du eigentlich? 12? MC Canpusher hat ja mal alles zerfickt mit seinem Diss. Außerdem, wer sagt, dass das alles wahr ist, was dieser Lappen sagt? Wart ihr dabei? Dieses Softgetränk und die Magazine gab es wahrscheinlich nicht einmal. Leute, ihr Kiddies, keiner von uns war dabei und weiß, was wirklich passiert ist. Die Fakten sind, Couch Potato One's Track hat vielleicht mehr Inhalt und legt ein paar Fakten auf den Tisch, aber MC Canpusher hat ja wohl flowtechnisch alles rastiert. Was für eine Bombe, alle, die anderer Meinung sind, haben keine Ahnung. Ich bin raus aus der Band. Leute, Alter, was geht?